Am 1. April diesen Jahres ist es mal wieder soweit. Und zwar haben wir oder werden wir den ersten rückläufigen Merkur in diesem Jahr haben. Was genau mit auf sich hat, wie lange der rückläufige Merkur dauern wird und welche astrologischen Zwischenstationen hier recht relevant sind und dir wichtig sein sollten, damit du ein Bewusstsein dafür generierst, werde ich dir in diesem Video sehr gerne erklären. Zunächst einmal würde ich gerne auf den Merkur im Allgemeinen eingehen. Wofür steht der Merkur überhaupt? Der Merkur steht für die Art und Weise, wie wir kommunizieren, ja? Die Art und Weise, wie wir denken, die Art und Weise, wie wir lernen, wie wir kommunizieren, wie wir mit unserem Umfeld und unserer Umgebung auf kommunikativer Ebene interagieren, aber auch, wie wir mit uns selbst kommunizieren und interagieren. Der Merkur ist quasi das Sprechrohr des Egos. Und deswegen sehr, sehr wichtig, dass du hier vorbereitet wirst auf den rückläufigen Merkur, weil das kann für relativ viel Chaos sorgen, aber zu deinen Gunsten. Ja? Was ich genau damit meine, werde ich dir gleich erklären. Ne? Im Allgemeinen ist der Merkur aber auch für Transportmittel verantwortlich, für Kommunikationsmittel und für... Die Hauptüberschrift des Merkurs ist Kommunikation und alle Mittel, die damit zu tun haben. Und das kann eben auch im Transportsektor der Fall sein. Okay? Und wenn der Merkur nun jetzt am 1. April rückläufig verlaufen wird, ist es so, dass all diese Dinge jetzt untergraben werden. Ja, dass all diese Dinge nicht mehr so funktionieren, wie wir das gewohnt sind. Der rückläufige Merkur erfährt immer mehr Berühmtheit dahingehend, dass das eine schlimme Zeit ist und dass nichts so funktioniert, wie man das gerne hätte und man sich eher so ärgert und oh mein Gott, rückläufiger Merkur, was soll das? Gar keinen Bock drauf. Und ich würde dir gerne eine andere Perspektive anbieten. Und zwar ist meine Perspektive, der rückläufige Merkur ist meiner Meinung nach eine ziemlich gute Phase, die uns daran erinnert, dass die Natur stärker sind, dass die Naturgesetze einfach stärker sind, okay? Und dass das göttliche Prinzip stärker ist. Es gibt so einen Spruch, der, finde ich, auf den rückläufigen Merkur unglaublich gut passt und der besagt, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erkläre und erzähle ihm deine Pläne. Was ist damit gemeint? Es ist damit gemeint, dass meistens unsere Pläne aufgebaut sind auf unseren Ego-Wünschen. Ja? Und wir glauben, das sein zu müssen, ja, was wir uns als Ziel gesetzt haben. Oder das Ego ist ja quasi nichts anderes als das, das Bild, was wir von uns selbst haben, wie wir sein müssen, wie wir im Leben aufgestellt sein müssen. Ja, jetzt ist nur die Frage, handelt es sich hier um ein wirklich höheres Bewusstsein auf deine Person bezogen oder ist es eher Ego geleitet? Ne? Und ich bin der Meinung, meine jahrelang astrologischen beratenden Erfahrungen haben mir gezeigt und mich darin bestätigt, dass das meistens bei fast allen Menschen immer Ego-Wünsche sind. Und eben auch genau diese Ego-Wünsche dafür sorgen, dass wir dann im Hamsterrad landen und immer irgendwie das Gefühl haben, irgendwo ankommen zu müssen, aber am Ende irgendwie gar nichts. Irgendwo ankommen und irgendwie immer nur sagen, ja, ich bin glücklich, so die Wenn-Dann-Falle. Ja? So, wenn ich das und das gemacht habe, dann bin ich glücklich. Ja? Und das wird dann meistens irgendwie nie eintreten. Und der rückläufige Merkur erinnert uns einfach daran, dass wir uns öffnen möchten für Ereignisse, für Dinge, die schief laufen, aber vielleicht doch eher zu unseren Gunsten sind. Ja? Jetzt einfach nur ein Beispiel. Stell dir vor, irgendwie, du hast jetzt einen Flieger verpasst, ärgerst dich total, sagst, mein, ich habe jetzt hier aber noch einen Anschlussflug, jetzt habe ich ihn auch noch verpasst. Und dann stellt sich aber heraus, dass der Anschlussflug, ich dramatisiere das jetzt extra ein bisschen, ja, der Anschlussflug einen tödlichen Unglück erfahren hat, ja, das Flugzeug abgestürzt ist, total dramatisch, ja, es ist jetzt, und das ist so quasi der rückläufige Merkur, ne? Es ist jetzt extra, habe ich übertrieben, aber so kannst du dir das vorstellen und deswegen eben auch zu deinem Gunsten und diese Dinge, die eben passiert sind, dass jetzt dieser Flug gecancelt wurde, hat quasi dich vor Schlimmerem bewahrt und so solltest du es
betrachten oder ich empfehle es dir, dich dieser Sache so zu öffnen. Und deswegen ist auch die Rede davon, ich empfehle zu diesen besagten Zeitpunkten, im Übrigen, der rückläufige Merkur wird rückläufig sein vom 1. April bis zum 25. April. Ja? Und in diesem Zeitraum würde ich dir von großen Entscheidungen abraten. Ich würde dir abraten, große Pläne zu schmieden, große Entscheidungen zu treffen, sowohl auf partnerschaftlicher als eben auch auf geschäftlicher Ebene. Egal auf welcher Ebene, sei offen. Sei offen für Ereignisse und versuche, zwischen den Zeilen zu lesen, bei Dingen, die dir widerfahren, und versuche auf Symbole zu achten. Versuche darauf zu achten, wie die Schöpfung, wodurch die Schöpfung mit dir kommunizieren will, okay? Und sei offen für Dinge, die schief gehen. Und versuche vielleicht mal hier einen Perspektivwechsel vorzunehmen und öffne dich dem, dass die Dinge nicht gegen dich passieren, sondern eher für dich passieren. Und freue dich eigentlich auf diese Phase, die recht abenteuerlich ist. Ne? Ich habe zum Beispiel beim letzten rückläufigen Merkur bin ich verreist. Ich musste quasi verreisen und musste von Zypern nach Athen reisen wegen meinem Fahrzeug. Und da hat man mir geschrieben, wie konntest du nur zum rückläufigen Merkur verreisen? Das verstehe ich nicht, du bist doch Astrologe. Und dann habe ich mir gedacht so, okay, also rückläufiger Merkur heißt jetzt auch nicht, dass wir uns zu Hause einschließen und sperren sollen und irgendwie das Leben an uns vorbeiziehen lassen. Ne? Das ist ja eher dann Angst motiviert. Und dazu würde ich dich mal alles andere als auffordern und dir empfehlen, sei mutig. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht reisen sollst. Ja? Wenn du reist, mach dich nur darauf gefasst, dass hier Dinge passieren. Und wenn du reist, verstehe, dass vielleicht ein Reisen was anderes ist, als Urlaub zu machen. Das verstehen vielleicht viele auch nicht richtig. Ein Reisen ist abenteuerlich. Reisen bedeutet, irgendwie den Rucksack zu packen, rauszugehen, irgendwie einen Flieger zu nehmen und einfach zu schauen, was jetzt passiert. Das ist richtiges Reisen. Oder irgendwie in ein Land zu reisen und dort wirklich die Kultur, das Land, die Leute kennenzulernen und sich auf Dinge einzulassen. Ja? Und nicht so eine Agenda durchzuboxen. Ne? Ja, ich muss auch dieses Museum sehen, dann wollte ich noch diese Stadt sehen. Kann man ja grob machen, ne? Aber sei doch offen für Spontanität. Sei offen für Spontanität und der rückläufige Merkur im Widder ist perfekt für Spontanität zu üben. Übe dich in Spontanität, übe dich in Flexibilität, ja? Übe dich darin zu verstehen, was will mir das Universum, was will mir die Schöpfung, was will mir das göttliche Prinzip hier sagen. Ja? Ganz, ganz wichtig. Und dass du vielleicht für dich verstehst, dass all die Ziele, die du dir gesetzt hast, wenn du dir überhaupt Ziele gesetzt hast, aber die meisten haben sich nun mal eben Ziele gesetzt, und dass du die vielleicht erstmal so ein bisschen hinten anstellen lässt. Ja? Hab die immer noch auf dem Schirm, okay, ist kein Problem, hab ruhig die Ziele, aber versuche vielleicht die rückläufige Merkurzeit als eine Art, Introspektion zu sehen, dass du in dich hineinhorchst und dass du offen bist für Alternativen. Ja? Und dass du vielleicht dir sagst, okay, ich habe diese und jene Ziele, aber zur rückläufigen Merkurzeit bin ich einfach offen dafür, alles in Frage zu stellen. Ja? Und offen für neue Impulse und neue Informationen und auch Eingebungen dahingehend, dass ich eventuell auch eine Kurskorrektur vornehmen kann, weil aufgrund dieser neuen Erkenntnisse, die du erlangt hast zur rückläufigen Merkurzeit, dazu du aufgefordert wurdest, eine komplette Kursänderung vorzunehmen. Sei dafür offen. Genau dafür ist der rückläufige Merkur oder könnte dafür verantwortlich sein. Ich möchte es dir so anbieten, dass du einfach dich einlässt. Lass dich ein und übe dich in Gottvertrauen. Mein Name ist Ryan Batlener, ich bin Astrologe und möchte dir auf meinem YouTube-Kanal alles über die Astrologie erklären, weil ich der Meinung bin, dass die Astrologie das stärkste, mächtigste Werkzeug dahingehend ist, um dich selbst zu erkennen, um sehr einflussreich und mächtig in deinem Leben zu werden. Ja, dass du dein Leben selbstbestimmt in die Hand nimmst und du verstehst, wer du bist. Wo deine Stärken sind, aber auch deine Schwächen, deine Traumata, deine Blockaden, aber auch deine Schattenthemen, deine Unterbewussten, um diese infolgedessen aufzulösen, um dann infolgedessen eventuell an deine latenten, verborgenen
Fähigkeiten, Potenziale zu gelangen, um diese dann gekonnt in dein Leben zu bringen, um infolgedessen ein glückliches, sinnvolles, erfülltes, friedliches Leben leben zu dürfen. Die Astrologie kann ja sogar die unglaubliche Frage beantworten, warum sich deine Seele dieses Seelenleben hier ausgesucht hat. Unglaublich, aber die Astrologie kann das tatsächlich in den richtigen Expertenhänden für dich herausfinden oder du selber. Wenn du aber nicht die Geduld und die Muße haben solltest, dir all das astrologische Fachwissen dir selbst beizubringen, kannst du natürlich auch einen sehr schlauen, direkten, cleveren Weg zu mir suchen, weil ich aufgrund meiner mittlerweile 12 Jahre lang astrologischen Erfahrung sowohl 1:1 als auch paarastrologische Beratung anbiete. Wenn dich dies interessieren sollte, kannst du gerne hier runter in die Videobeschreibung gehen, mich dort kontaktieren und wir beide vereinbaren einen Beratungstermin. Weil aber eine persönliche Beratung nun mal eben was sehr Persönliches ist, ein Mindestmaß an Vertrauen, aber vor allen Dingen ein gutes Gefühl von sowohl deiner, aber eben auch meiner Seite aus vonnöten ist, biete ich jetzt schon seit einiger Zeit ein kostenloses, unverbindliches, 15-minütiges Kennenlern-Erstberatungsgespräch an und habe eigens dafür ein Video verfasst, das Video extra hier oben für dich verlinkt und dort nochmal ausführlich erklärt und beschrieben, was es mit meiner Person auf sich hat, wo ich herkomme, warum ich das hier tue, was ich tue, warum ich ganz besonders gut bin in dem, was ich hier tue und worin hier der ganz große Mehrwert für dich ist. Wenn dich das interessiert, check das gerne ab, kontaktiere mich und wir beide vereinbaren einen solchen unverbindlichen, kostenlosen Ersttermin. Trotzdem würde ich gerne wissen, was du bis jetzt mit rückläufigem Merkur für Erfahrung, für praktische Erfahrung gesammelt hast. Ja? Wie siehst du das? Was ist dir schon alles passiert? Hast du vielleicht irgendwelche Erkenntnisse gesammelt? Oder weißt du sogar, in welchem Haus sich der rückläufige Merkur im Widder jetzt ab 1. April aufhalten wird? Bitte teile dein Wissen und deine praktischen Erfahrungen mit unserer Community und hinterlass uns gerne einen Kommentar. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn du ein Teil unserer astrologischen Community mehr willst, bist du herzlich willkommen. Abonniere gerne diesen meinen Kanal, indem du die Glocke so aktivierst, indem du informiert wirst, sobald ich hier wieder ein neues Video geladen habe. Was weiteres, das habe ich jetzt neu oder möchte ich neu ins Leben rufen. Ich habe hier unten ein Unternehmen gepostet, was Regenwald aufkauft, damit der Regenwald geschützt wird und die ganzen Tiere, die da drin leben. Und weil viele mich schon angeschrieben haben und mich mal gefragt haben, Ryan, wie können wir deine Arbeit unterstützen, wir möchten spenden und so weiter, finde ich total lieb und total süß und fühle mich total geschmeichelt für all die Angebote, mir Geld zu spenden. Und da würde ich gerne drum bitten, dass spendet nicht mir das Geld, spendet dieser Organisation das Geld. Ja? Ich weiß nicht, in Zukunft werde ich wahrscheinlich noch andere Organisationen hier unten auflisten, aber fürs Erste möchte ich mit dieser Organisation beginnen. Ich bin der Meinung, dass es sich hier um eine sehr seriöse Organisation handelt und diese Regenwaldabholzung aufhält, Regenwald aufkauft, somit auch rettet und die ganzen Tiere darin rettet. Und das ist mir ein sehr, sehr wichtiges, großes Anliegen und absolut eines meiner Hauptherzensprojekte. Wenn du unterstützen willst, mach das bitte da. Damit tust du mir den größten Gefallen. Im Übrigen, ich partizipiere null davon. Die kenne ich überhaupt nicht. Ich kenne die auch. Also ich kenne die, ich habe die recherchiert, aber die kennen sich persönlich. Wir haben noch nie miteinander geschrieben. Ich partizipiere hier null davon. Ja? Bitte check selber dieses Unternehmen ab und trage dazu bei, irgendwie die Welt, die Natur und die Tiere zu schützen. Ja? Ich finde das sehr, sehr, sehr wichtig, weil die Natur und die Tiere können sich selbst nicht schützen. Deswegen wäre es super, wenn du deinen Beitrag mitleistest und du dort unterstützt. Vielen Dank schon mal dafür. Ganz wichtig ist aber auch, dass ich hier erwähnen möchte, es kommt natürlich auf dein Gesamthoroskop an. Ja? Also der rückläufige Merkur ist einerlei in Widder, im Übrigen in 27 Grad Widder. Wenn du nämlich tiefer drauf einsteigen willst, was es mit deiner Person zu tun hat und auf dein individuelles Horoskop zugeschnitten erfahren willst, dann wäre es clever herauszufinden, wo, in welchem Haus sich der rückläufige Merkur in Widder 27 Grad aufhalten wird. Ja? In welchem Haus sich das bei dir befindet. Und wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, dann wäre es auch sinnvoll, dass du die Planeten abcheckst, wie diese auch aspektiert werden. Das bedeutet, dass das, was ich jetzt hier sage, ist allgemeiner gehalten. Natürlich immer ganz wichtig, dein individuelles Horoskop abzuchecken. Und was auch total wichtig ist, die Frage kannst du ja selber mal stellen und vielleicht auch selber beantworten. Was meinst du, wie verhält sich der rückläufige Merkur bei einem Menschen, der ein Bewusstsein für diese Themen hat?
Und das Bewusstsein möchte ich ja hier generieren, bedeutet, wer das Wissen um den rückläufigen Merkur hat, bedeutet, wie er sich vorbereitet und wie er auf die Situation bewusst eingeht und wie sich ein Mensch verhält, der überhaupt gar kein Bewusstsein dafür hat, der gar nicht weiß, was ihn da erwartet und was da alles passieren könnte. Ne? Kannst du selbst die Frage beantworten. Ich bin der Meinung, dass das würde sich ja grundsätzlich komplett unterschiedlich verhalten. Ja? Deswegen siehst du auch, wie unglaublich wertvoll dieses astrologische Fachwissen hier ist. Und ich hoffe für dich, dass du dir dessen bewusst bist und du aber trotzdem mutig bist und du rausgehst und dich nicht ängstlich zu Hause einsperrst. Ja? Weil das Leben ist nicht zu Hause einsperren. Ja? Das Leben ist rausgehen und das Leben erfahren und mutig das Leben auch erleben. Ja, und in dem Kontext auch das Leben als eine Art Reise zu sehen und auch für Unvorhergesehenes offen zu sein. Ja, meine Empfehlung dafür. So, und lass uns bitte auf das erste astrologische Datum eingehen zur Zeit des rückläufigen Merkurs und in Widder. Und das ist am 8. April. Am 8. April werden wir eine Sonnenfinsternis haben. Und das ist super wichtig. So wichtig, dass ich ein gesondertes Video dafür extra machen werde. Bitte, deswegen werde ich das jetzt nicht hier vertiefen. Es ist aber sehr, 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 sehr wichtig. Und worauf es da zu achten gilt und warum das so immens wichtig ist, werde ich dir die Tage in einem separaten Video erläutern. Kommen wir zum nächsten sehr wichtigen, markanten astrologischen Datum zur Zeit des rückläufigen Merkur im Widder. Und das ist der 11. April. Dort wird nämlich eine sogenannte Merkur-Cassini stattfinden. Das bedeutet, dass der Merkur und die Sonne eine Konjunktion eingeben und so gesehen die Sonne den Merkur erleuchtet, ja, so in etwa vorzustellen. Und das ist quasi dann der Augenblick, wo du für dich, wenn du dich geöffnet hast dieser Thematik und du ein Bewusstsein dafür generiert hast, du verstanden hast, was dir all die Ereignisse zur Zeit bis dahin des rückläufigen Merkurs, also vom 1. bis zum 11. April, sagen möchte. Ja? Dass du Dinge verstanden hast und dass so es Klick gemacht hat oder diverse oder mindestens ein Lämpchen aufgegangen ist und du verstanden hast, so, ja, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich, warum mir das alles so passiert ist. Ne? So, und im Widder ist es auch so, dass, das möchte ich auch noch im Übrigen erwähnen, dass auch der rückläufige Merkur in Widder ist, du könntest Gefahr laufen, dass du dich hier von deinem Ego hinters Licht führen lässt und du sehr, sehr aggressiv auf dein Recht beharrst und du Dinge aggressiv übers Knie brechen möchtest oder du Opfer dessen wirst, dass jemand Dinge aggressiv übers Knie brechen will und auch Dinge kommunizieren will, was vielleicht auch etwas dynamisch und zu proaktiv aggressiv, vielleicht auch rücksichtsloser sein kann, ja, und du irgendwie auch überrannt wirst oder du gehörst eben zu dieser Person, die dann zu ungeduldig, aggressiv, egoistisch, ja, auf ein ungesundes Ego bezogen, ja, seine Dinge verfolgen möchte, ja, und da könntest du Gefahr laufen, dass es dort diverse Kollateralschäden gibt oder du Opfer eines Kollateralschaden wirst. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du hier ein Bewusstsein dafür generierst und dass du vielleicht auch etwas sanfter mit deinem Umfeld umgehst. Wenn Menschen da etwas ungehaltener sind, gereizter sind, dich vielleicht mal anfahren, heißt nicht, dass jemand Recht hat, dich respektlos zu behandeln, aber vielleicht irgendwie etwas mehr Mitgefühl aufzubringen und Menschen trotzdem irgendwie zurechtzuweisen, aber vielleicht nicht ganz so nachtragend zu sein. Ne? Das hat mir immer sehr, sehr, sehr viel geholfen zur rückläufigen Merkurzeit, weil es dort eben ziemlich viele Missverständnisse gibt und es da dort aller Widder zu sehr impulsiven Streitereien kommen kann. Ja? Und es kann sein, dass vom 1. April bis zum 11. April, wo, wie gesagt, diese Merkur-Cassini stattfindet, wo die Sonne den Merkur erleuchtet, ja, und die Erleuchtung quasi dafür steht, dass du
Dinge verstanden hast, dass du vielleicht rückblickend betrachtet siehst, all die Dinge, die schiefgelaufen sind, die Streitereien, die entstanden sind, die etwas sagen wollten, ja? Und dass die dich zum Nachdenken gebracht haben. Dass die vielleicht irgendwelche Dinge bei dir angestoßen haben, die dafür verantwortlich sein können, dass du etwas verstanden hast und du aufgrund dessen jetzt verstehst, aha, okay, ich ändere das jetzt einfach und werde mein Leben dementsprechend anpassen. Ja? Aber auch da sei gesagt, verstanden heißt nicht, dass du es jetzt auch direkt umsetzen kannst. Das ist immer ein großer Unterschied. Es fängt mit einem Verstehen an, aber wichtig ist, dass wir das auch integrieren, vor allen Dingen auf emotionaler Ebene integrieren. Dass wir es im Intellekt verstehen. Damit beginnt es. Aber das ist noch nicht das Ende. Auch wie ich dir gesagt habe, eingangs des Videos, der rückläufige Merkur ist nicht dafür geeignet, große Entscheidungen zu treffen. Weil du könntest jetzt zu einer Merkur-Kasimi verleitet werden und Gefahr laufen, dass du zu diesem besagten 11. April verleitet wirst, eine Entscheidung zu treffen, weil du irgendwie was verstanden hast, weil du eine Erkenntnis gewonnen hast. Und da ist meine Empfehlung, schreib die besser mal auf. Oder spreche mit jemandem darüber, mit einem Menschen deines Vertrauens. Am besten schreib es auf, ja? Und werde damit schwanger und reflektiere weiter darüber und sei weiter offen, weil der rückläufige Merkur ist ja noch nicht vorbei. Ja? Und sei einfach dankbar und glücklich darüber, dass du diese großen Erkenntnisse bis dato gesammelt hast. Und stell dir vielleicht die Frage, was bedeutet das jetzt auf langfristiger Ebene, wenn du dieses und jenes verstanden hast? Was macht das mit deinem Leben? Am 19. April haben wir auch schon direkt das nächste astrologische, sehr, sehr wichtige Datum zur Zeit des rückläufigen Merkur in Widder. Und zwar wird dort eine Konjunktion des rückläufigen Merkur mit der Venus in Widder stattfinden. Und da bin ich der Meinung, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass, also erst einmal solltest du wissen, dass die Venus dafür steht, für Werte, für Liebe, für Geld, für Luxus, für alle venusische Themen, für Entspannung, Venus ist eine sehr, 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 sehr friedlicher Planet, ja, ein sehr venusischer, schöner, friedlicher Planet. Und dann im Tierkreiszeichen des Widders ist sie etwas erniedrigt. Da fühlt sich die Venus nicht so besonders wohl. Ne? Und jetzt haben wir noch den rückläufigen Merkur, der noch die Venus im Tierkreiszeichen des Widders befindet. Kann dafür sorgen, meiner Meinung nach, dass du jetzt geprüft wirst. Ja? Dass die Erkenntnisse, die du davor, von denen ich ja gerade geredet habe, gesammelt hast, jetzt hier in der Praxis auf Herz und Nieren bei dir geprüft werden. Und du gewissen Tests unterzogen wirst. Und da kann es zum Beispiel sehr gut sein, dass sich dein Ex zum Beispiel meldet. Oder dass du dich bei deinem Ex melden möchtest. Ja? Und du vielleicht irgendwie auch Dinge glaubst verstanden zu haben, ja, und vielleicht du glaubst deinen Wert jetzt verstanden zu haben und aufgrund dessen, weil du jetzt Dinge verstanden hast, du davon ausgehst, ja, warte mal, wenn ich jetzt alles verstanden habe, müsst ihr alle draußen das auch verstanden haben und du Gefahr läufst, eben genau das zu glauben, aber leider ist dem nicht so, ja, also wie oft mir das schon passiert ist, dass ich größere Erkenntnisse gehabt habe und ich dementsprechend mit meinem Umfeld so umgegangen bin und gar nicht verstehen konnte, dass alle anderen das nicht verstanden haben. Aber das heißt ja noch lange nicht, nur weil ich was verstanden habe, dass zum gleichen Zeitpunkt auch eben alle anderen das verstehen und auf partnerschaftlicher Ebene, ja, schon mal gar nicht, ne? Deswegen ganz, ganz wichtig hier, pass hier auf, meine Empfehlung, nichts tun ist auch eine Handlung. Ja, auch da werde schwanger, wenn du irgendwie am Hörer bist und du willst irgendwie jemanden kontaktieren, leg den Hörer mal besser weg oder das Handy und schreibe vielleicht mal deine Gedanken auf mit dem Plan so, dass du in einer Woche dir nochmal deine aufgeschriebenen Erkenntnisse und Gedanken nochmal durchliest und stell dir die Frage, siehst du das immer noch so? Fühlst du das immer noch so? Ja? Und da wirst du überrascht sein, dass du eventuell das nämlich nicht mehr so fühlst und dass du sagst, boah, Gott sei Dank bin ich nicht dieser Initiation nachgegangen. Ne? Weil die Widder-Energie, ne, also rückläufige Merkur in Widder in Konjunktion mit der Venus in Widder, ist eine sehr impulsive Energie. Ich liebe, ich will, ich nehme mir. Ja, ohne zu fragen. Ohne zu fragen, und da kannst du ja selber wissen, inwieweit das wahre Liebe ist. Rücksichtslos sein Ding durchzuziehen und ich möchte, ich will und mach doch. Ne?
Mach dir da mal Gedanken. Und wenn du das jetzt beherzigst, ja, ist das super, weil dann kannst du dementsprechend eben auch mit der Situation umgehen und aber auch vielleicht ein Verständnis aufbringen, wenn du die Person bist, ja, um die es hier geht, dass jemand eben kein Bewusstsein für diese Energie hat und dich dann wieder kontaktiert, dein Ex-Partner eventuell dich wieder kontaktiert. Die Wahrscheinlichkeit ist hier sehr, 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 sehr groß. Aber auch wenn es nicht so ist, kann es sein, dass du den Impuls verspürst, zu diesem besagten Zeitpunkt irgendwo zu sein und du jemanden siehst und du so motiviert bist, diesen Menschen anzusprechen, ja? Und dieser Mensch es dir irgendwie angetan hat und du irgendwie jemanden siehst, dieser Mensch ist eine Erscheinung, ich sage, boah, das ist aber hier ein sehr attraktiver Mensch und irgendwie hat dieser Mensch was und irgendwie den Mut aufbringst, ich spreche jetzt diesen Menschen an. Und das kann durchaus auch ziemlich cool sein. Geh diesen Impuls nach. Geh diesen Impuls nach. Es kann so und es kann so sein. Sei da offen für. Die Frage ist, die sich hier stellt, wie bewusst bist du dir? Wie bewusst bist du dir der Themen, die ich eingangs des Videos erwähnt habe? Dass du dich auf gewisse Dinge einlässt, dass du in die Intuition gehst, ja? Du ein Bewusstsein für dein Ego hast. Und du verstehst, dass es einen Unterschied gibt zwischen deinem höheren Selbst, dein höheres Ich und dem Ego. Also höheres Selbst gleich höheres Ich. Okay? Und dass du eher in die Ruhe gehst und du deinem Ego eher zuhörst und du auf Ereignisse eingehst und du die Symbole betrachtest und du auch aufmerksam auf die Symboliken eingehst. Und wenn du dementsprechend so handelst und du ein Gefühl und einen Bezug zu deiner Intuition aufgebaut hast und du auf einmal einen Menschen begegnest, den du noch nie gesehen hast, aber irgendwie macht diese Begegnung was mit dir. So krass, dass du den Mut aufbringst, diese Menschen anzusprechen. Dann folge diesem Impuls. Ne? Was daraus entsteht, das kann dir keiner beantworten. Ne? Es kann sein, dass es hier ein toller potenzieller Partner werden wird. Kann aber auch sein, dass das ein Fehlgriff war. Aber es ist egal, sei mutig und probiere es aus. Ne? Es kann aber auch sein, dass du die Person bist, die ausgesucht wird, dass du irgendwo bist und du eventuell oder sich jemand dir annähert. Ja? Aber auch hier ist dieser Test, der Test ist à la Venus. Ja? Venus in Widder, das in Konjunktion des rückläufigen Merkurs. Bei der Venus geht es sehr viel um Werte. Und vor allen Dingen um Selbstwertgefühl. Ja? Da wirst du getestet, inwieweit du es dir wert bist, etwas zu tolerieren oder eben etwas dementsprechend nicht zu tolerieren. Und da findet eben dieser Test statt. Und wenn du da zum Beispiel entweder schwach wirst und du dein Ex aufsuchen willst und du dich wieder unterm Wert verkaufst oder du jemanden Neuen kennenlernst und dieser Mensch da irgendwie sich Dinge erlaubt, die eigentlich intolerabel sind und du es trotzdem tolerierst und du eben deinen Selbstwert untergräbst selber, ist dieser Test halt dann nicht bestanden quasi. Ne? Aber nicht bestanden heißt, dass du nie wieder einen machen darfst. Nur da ist nochmal direkt der Test und da ist es vielleicht auch so, dass du einfach auch da ein Bewusstsein für generierst nach dem Motto, okay, krass, dass das nicht lange auf sich warten lässt, ne? Die Praxis. Und da finde ich, ist eben genau dieses Wissen, dieses astrologische Wissen immens wertvoll, dass du dafür ein Bewusstsein generierst und du dementsprechend auch souveräner damit umgehst, aber eben auch mit diesem Wissen, dass du nicht weißt, was alles passieren wird. Öffne dich den Ereignissen, die einfach auf dich einprasseln können und die unkalkulierbar sind. Ja? Unvorhergesehene Ereignisse, aber eben auch überwältigender Natur, die dich emotional so triggern und was mit deinem Wert machen. Ja? Und sei einfach offen dafür. Am 25. April ist der Merkur wieder gerade oder wird der Merkur wieder gerade verlaufen, aber einen sehr wichtigen Abschluss erfahren und zwar in Konjunktion mit dem nördlichen Mondknoten in Widder. Und das ist meiner Meinung nach so zu interpretieren, oder ich interpretiere das besser gesagt so, dass du die Reise, die du hinter dir hast, ja, diese vom 1. April, ja, bis zum 25. April, du Erkenntnisse gesammelt hast und du den Merkur in
oder am nördlichen, nördlichen Mondknoten in Widder dafür verwendest, zu verstehen, dass das Leben erlebt werden möchte und dass das Leben eventuell eine Reise ist und dass relativ viele unvorhergesehene Dinge passieren können und dass das Leben mutig erlebt werden möchte, ja, und dass du für dich verstehst, dass du doch mächtiger bist, als du glaubst, indem du dich auf die Reise begibst und das Wagnis eingehst, das Leben im Hier und Jetzt zu leben, ohne großartig Pläne geschmiedet zu haben, ja, weil am Ende kommt es doch immer anders, als man es sich vorgestellt hat und das vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist, ne? Dass du vielleicht irgendwie auch die Philosophie und das Mindset entwickelst, dass das Leben nicht gegen dich, sondern für dich ist. Es ist aber immer eine Frage der Perspektive. Ja? Du kannst die Situation nicht ändern, aber du kannst den Blickwinkel auf die Situation verändern und einen gegebenen oder einen eventuellen Paradigmenwechsel vornehmen. Ja? Und einfach deine Anschauung flexibler gestalten. Ja? À la Merkur, dann gerade im Widder, am nördlichen Mondknoten, dass du verstehst, dass du mächtig sein kannst, auch ohne zu wissen, was dich erwartet. Ja? Einen groben Plan zu haben, ja? Trotzdem selbstbestimmt ermächtigt, sein Leben in die Hand zu nehmen, aber sich eben auch auf die Reise des Lebens einzulassen und einen starken Glauben zu kultivieren, ein Urvertrauen vor allen Dingen zu kultivieren und sich auf das Leben einzulassen und aber mit dem Bewusstsein, mit dem Glauben und vor allen Dingen mit der Liebe, dass dir Dinge positiv widerfahren, egal wie schmerzhaft die auch sein werden. Sogar schmerzhafte Erlebnisse passieren für dich, ja, weil sie dich zum Wachsen bringen, weil sie dich zum Nachdenken bringen, weil sie dich zu einem besseren Menschen machen können, meiner Meinung nach. Aber es steht und fällt mit deiner Entscheidung. Du bist nämlich sehr, sehr mächtig. Astrologie hin oder her. Ich liebe die Astrologie, verstehe mich nicht falsch. Aber letzten Endes, und das ist die Widderenergie, entscheidest du dich. Du entscheidest dich. Dinge widerfahren uns, aber du letzten Endes entscheidest dich, wie du mit dieser Situation umgehst. Und das macht dich sehr, sehr verantwortlich für alles, was dir im Leben passiert. Du entscheidest, wie du damit umgehst. Und im Idealfall wirst du am Ende die Erkenntnisse gesammelt haben, wie mächtig du bist, wie mächtig dein Einfluss ist und wie stark deine Entscheidung sein kann. Und dass du, ja, unabhängig von anderen, wie die ihr Leben gestalten oder wie sie glauben, dein Leben gestalten zu müssen oder für dich entscheiden zu müssen, dass du für dich lernst, aufzustehen, ja, und zu sagen, zumindest, wenn du noch nicht weißt, was du willst, vielleicht zu sagen, ich weiß zumindest erstmal, was ich nicht möchte. Ja, das ist ja schon mal ein super Start, wenn du weißt, was du nicht willst und sagst, das möchte ich schon mal nicht. Ich weiß zwar noch nicht genau, was ich genau will, aber das will ich jetzt erstmal nicht. Ja? Und das ist doch schon mal auch richtig gut. Und das ist auch die Widderenergie, eben für sich einzustehen und sehr proaktiv sich auf das Ungewisse einzulassen, aber auch das Ungewisse zu umarmen, weil das ist das Abenteuer. Das ist das Abenteuerleben, für das du dich öffnen solltest, ja, und mutig, ja, durch das Leben schreitest und auch du verstehst, dass auch Dinge, die eben nicht so angenehm uns widerfahren, uns in die Entwicklung bringen. Weil ganz ehrlich jetzt, ich kann auch nur von mir reden, ne? Also ich habe nicht die größten Erkenntnisse gesammelt und viel gelernt, als es mir super ging. Im Gegenteil, als es mir super ging, bin ich eher fett geworden und faul und langsam, um ehrlich zu sein. Ne? Ich habe am meisten gelernt und am meisten durfte ich mich entwickeln, als das Leben hart war, als ich sehr, sehr vielen heftigen Herausforderungen ich mich gegenüber gesehen habe, ja, und diese irgendwie überwältigen musste. Und ich musste Skills entwickeln, ja, die mir geholfen haben, das Leben dementsprechend zu handeln. Und deswegen das Schlusswort zum rückläufigen Merkur in Widder und eben auch jetzt am 25. April. Meine Meinung ist, mach dir mal darüber Gedanken, ob du das Leben eher so siehst, dass das Leben einfacher werden soll oder ob es dich vielleicht sinnvoller wäre, zweckdienlicher und zu deinem Zweck stärker zu werden. Ja? Und dass das Leben, weil wenn das Leben für dich ist, dann ist ja eigentlich Sinn der Sache, stärker zu werden und nicht dafür zu bitten, dass das Leben einfacher wird. Ja?
Du weißt gar nicht, zu was du allem fähig bist. Du bist zu einer ganzen Menge fähig, das kann ich dir sagen. Aber die meisten von uns haben vergessen, zu was wir allem fähig sind. Aber wir entwickeln Stärke durch Widerstände. Ja? Es ist genauso wie in der Natur. Beobachte die Natur. Ja? Ein Baum, ein sehr, sehr starker Mammutbaum oder überhaupt Pflanzen. Weißt du, was eine Pflanze stark macht? Ja? Ist der Wind. Die Pflanze, wenn sie wächst und erst ein Pflänzchen wird, ja, steht und fällt es, wie sie mit dem Wind umgeht. Ja, ein Wind. Und sie muss immer einen Widerstand aufbringen und dadurch entstehen starke Wurzeln. Ja. Und der Wind wird dann immer stärker und die Pflanze, ne, die hält dem Wind stand und irgendwann ist ein Sturm und hält dann auch den Sturm stand und dadurch entstehen sehr, sehr starke Wurzeln. Ja. Kannst du mal beobachten. Oder kannst du selber mal recherchieren. Ja? Das, was ich dir gerade erzähle, das ist reine Biologie. Ja? Das ist jetzt auch nicht mehr spirituell. Ich mache es jetzt spirituell. Aber das ist ein Naturgesetz. Ein physikalisch-biologisches Naturgesetz. Der Wind ist dafür verantwortlich, dass Pflanzen jeglicher Natur, ja, aufgrund dessen sehr, sehr starke Wurzeln bilden. Ja? Und da möchte ich dich einladen, eine Analogie oder eine Brücke darauf zu schlagen, dass du das Leben vielleicht auch so behandelst oder auch so siehst, ja, dass du Widerstände eher, dass du sogar dankbar bist für die Widerstände, weil sie dich zum Wachsen bringen. Alright, das war's fürs Erste. Ich hoffe, ich durfte dich hier abholen und konnte dir etwas mehr Klarheit und Orientierung verschaffen und habe es geschafft, dich hier dementsprechend vorzubereiten. Natürlich ist es immer sehr wichtig, auf dein individuelles Horoskop einzugehen. Wenn du da noch tiefer drauf einsteigen möchtest, dann wäre es natürlich sinnvoll, einen Experten aufzusuchen. Aber trotzdem würde ich gerne wissen, was du mit dem rückläufigen Merkur grundsätzlich bis jetzt für praktische Erfahrungen gesammelt hast. Oder weißt du schon, in welchem Haus sich es in deinem individuellen Horoskop befindet? Bitte teile deine praktischen Erfahrungen und dein Wissen mit unserer Community und lass uns gerne einen Kommentar. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn du ein Teil unserer astrologischen Community werden willst, bist du herzlich willkommen. Abonniere gerne diesen meinen Kanal, indem du die Glocke so aktivierst, indem du informiert wirst, sobald ich hier wieder ein neues Video hochgeladen habe und du ja keines meiner weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Schön, dass du hier warst, dein Rayan. Bis zum nächsten Mal.